Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal, hier bei Yogis Technik-Ecke. Danke, dass ihr auch heute mal wieder zuschaut von draußen mit Verstärkung, wie ihr hier sehen könnt, nicht wirklich sehen könnt, da er nicht in die Kamera schauen möchte, ein bisschen schüchtern ist, außer beim Auspacken gerade, wie man hier noch erkennen kann, an der Wireless Doorbell, die ich euch heute zeigen möchte. Also eine kabellose Türklingel, eine 4-in-1 Multifunktionstürklingel. Das ist nämlich nicht nur eine Türklingel, sondern auch ein Bewegungsmelderlicht. Hier sehen wir nochmal einige technische Ausstattungsmerkmale im Detail. Bis zu 150 Meter Reichweite, 36 Klingeltöne in jeweils 3 Lautstärken. Es gibt ein selbstlernendes Codesystem, mit dem wir neue Klingelknöpfe zu dem Empfänger, welcher hier vorne drauf abgebildet ist, glaube ich, hinzufügen können. Dann ist das Ganze natürlich batteriebetrieben, ohne Anbindung ans Stromnetz. Blaue LEDs weisen uns auch darauf hin, wenn jemand den Klingelknopf drückt, und der Bewegungsalarm, der löst generell nur aus, wenn es dunkel ist, ist also auch ein Helligkeitssensor mit drin. Und ja, das Ganze setzt auch die Nachbarn darüber in Kenntnis, laut Packung zumindest, wenn es dann aufmerksame Nachbarn sind. So, das hier ist der Empfängerteil offensichtlich. Da haben wir ja hier vorne am Empfängerteil den Bewegungsmelder, den Bewegungssensor, welcher dann, wenn er Bewegung erkennt, hier oben diese 5 superhellen LEDs einschalten kann und eben aber auch, er ist ja der Empfänger, den Klingelton wiedergeben kann, wenn hier am Klingler, am Drücker geklingelt wird. Und das tut er nicht nur akustisch, sondern auch optisch mit diesem blauen LED-Ring hier. Hiermit können wir schon am Symbol, glaube ich, erkennen, die Alarmlautstärke einstellen und hiermit mit dem Notensymbolknopf die Alarmmelodie einstellen. Auf der Rückseite sehen wir auch nochmal mit einer schönen Note versehen hier den Lautsprecher und ja, die Wandhalterungslöcher, an die wir dann diese Wandhalterung hier befestigen können, beziehungsweise kommt die an die Wand und ja, das gute Klingelempfängerstück können wir dann hier so reinhängen, könnt ihr sehen. Das ist dann selbst nicht an die Wand angeschraubt, kann immer mobil mitgenommen werden. So kann man zum Beispiel, wenn man auf den Paketboten wartet, das Teil mit in den Garten nehmen. Hat ja eine 150 Meter ganz genau Reichweite, von daher sollten solche Szenarien überhaupt gar kein Problem sein. Hier hinten haben wir das Batteriefach und zwar für 3 AA-Batterien. Da habe ich hier mal Akkus vorbereitet, welche hoffentlich gut aufgeladen sind. Keine baugleichen mehr, dummerweise. Aber wir haben schon deutlich gehört, was der Empfänger hier ausrichten kann, nämlich uns auf jeden Fall akustisch schon mal hier zu alarmieren, beziehungsweise war das wahrscheinlich nur der Erkennungston, dass er hier Strom bekommen hat, denn es ist ja hier auch viel zu hell. Der hat natürlich einen Helligkeitssensor und schaltet sich tagsüber aus, der Bewegungssensor, sodass die LEDs hier nicht unnötig angehen. Schauen wir uns, beziehungsweise hören wir uns aber bei der Gelegenheit doch direkt mal die verschiedenen Klingeltöne an, die wir hier mit der Taste hier durchschalten können. Das ist also ein klassischer Ding-Dong-Sound. Ja, hier kann ich die Lautstärke, wie gesagt, einstellen in 3 Stufen. Und wie ihr sehen könnt, sind da jede Menge Melodien drin. 36 Stück an der Zahl. Ich gehe die jetzt nicht alle durch. Ich frage mich gerade vielmehr, wie ich das Teil wieder zum Schweigen bringen kann. Im Moment offensichtlich gar nicht. Außer über die klassische Methode. So, jetzt ist endlich wieder Ruhe. Denn ich möchte euch, bevor ich die beiden Geräte koppel, noch eben den kleinen Türteil zeigen. Also den Teil, ja, an dem geklingelt wird. Der sieht folgendermaßen aus, auch mit blauem LED-Ring, wenn wir den betätigen wahrscheinlich. Und laut Anleitung mit einem Schraubloch oder 2 Schraublöchern auf der Rückseite, die aber komischerweise, wie ihr schon sehen könnt, hier verschlossen sind. Deshalb bleibt mir wahrscheinlich erstmal nur, das mit dem Klebepad zu befestigen, mit dem ich natürlich übrigens auch die Wandhalterung für den Empfängerteil hier befestigen kann, mit dem großen Stück hier. Und mit diesem Schlitzschraubenzieher gehe ich jetzt mal eben hier oben beherzt in diese Öffnung rein, ganz genau so. Damit kann ich das gute Stück nämlich öffnen und mal hier diese außergewöhnliche Batterie einsetzen. Was ist das eigentlich für eine? Ein Modell 23A, war mir auch noch nicht bekannt. So, setze ich in der richtigen...
okay, in der richtigen Polarität ein, nicht als Sprungfeder unbedingt zu gebrauchen, wie ihr hier gerade gesehen habt. So, klicke das Ganze wieder zu. Jetzt hätte ich bei der Gelegenheit nochmal eben gucken können, ob ich diese Löcher hier von innen rausdrücken kann. Nee, das sieht aber wirklich nicht so aus. Weiß ich nicht, was da los ist. In der Papierbeschreibung da hinten wird, wie gesagt, erwähnt, dass es sich hierbei um Schraubbefestigungslöcher handelt, was auch eigentlich sehr sinnvoll wäre, da wenn dieser Klingler nur mit dem Klebepad befestigt ist, den jeder klauen kann. So, das Teil ist mit Strom versorgt. Und ihr könnt, glaube ich, zumindest im Dunkeln sehen, dass wir bei Betätigung des Klingelknopfes hier eine schöne blaue LED-Leuchten sehen, beziehungsweise zwei hinter dem Ring. So, den Empfängerteil hier auch wieder ganz genau mit Batterien versorgt. Er meldet sich wieder zum Glück mit dem Standard-Klingelton. Die anderen waren ja teilweise etwas wirklich lang. Also ich möchte zumindest nicht, dass ein minutenlanges Gedudel losgeht, nur weil jemand an meiner Haustür geklingelt hat. Und ja, jetzt schauen wir ganz einfach mal. Ich drücke hier mal den Auslöser. Und ja, das Ganze funktioniert schon. Die waren offensichtlich schon vorgekoppelt. Ja, sehr zuverlässig mit LED am Drücker. Ich mache mal hier gerade Licht aus, dann könnt ihr das schöner sehen. Und natürlich auch am Empfängerteil. Und ja, wir können das System ja erweitern mit weiteren Drückern oder weiteren Empfängern. Muss ich mal gerade nochmal in die Anleitung hier reinschauen. Das wollte ich ja nämlich eigentlich gerade machen, das Koppeln der beiden Geräte, was dann aber offensichtlich schon im Werkzustand erledigt war. Hier diese Code-Learning-Funktion. Okay, also es gibt da offensichtlich im Empfängerteil hinten einen kleinen Knopf, den wir mit einem Schraubendreher oder was anderem Spitzen drücken müssen, bevor wir die Batterien einlegen. Anschließend drücken wir dann beim Batterien einlegen hier den Knopf am Klingler, also diesen hier, und dann sind die beiden Geräte miteinander gekoppelt. So können wir weitere Geräte in dieses System hinzufügen, zum Beispiel weitere Empfänger, aber auch weitere Klingelknöpfe. Das finde ich auf jeden Fall eine sehr praktische Sache. So, ich habe das gute Stück jetzt mal da hinten in der Ecke von dem Zimmer hier versteckt. Die Ecke des Zimmers könnt ihr da unten anhand dieser Lichtleiste noch erkennen, die auf der Fußleiste montiert ist. Ja, wenn ich jetzt hier nur einen Schritt in das Zimmer reinmache, dann sollte eigentlich ganz genau da hinten das Alarmlicht losgehen, auf das ich leider ja nicht fokussieren kann. Aber ihr könnt sehen, die Wand, die wird hier durchaus schön beleuchtet. Also man kann das ja als so ein Durchgangslicht irgendwo im Hausflur zum Beispiel auf dem Weg nachts zur Toilette oder in die Küche oder was auch immer. Da kann das auf jeden Fall auch für ältere Herrschaften ganz sinnvoll und ganz hilfreich sein. Und ja, ihr könnt sehen, sobald ich mich hier wieder bewege, dann geht die Lampe an und leuchtet mir auf jeden Fall so viel. Das kommt jetzt auf der Kamera wahrscheinlich hier nicht rüber, dass ich mich hier in der direkten Umgebung ein bisschen orientieren kann. Das wäre jetzt also die Variante ja als Hilfslicht gewesen. Das hatte ich hier auf LED eingestellt. Man kann es natürlich genauso gut auch als Alarmlicht einsetzen und aber viel deutlicher noch für Alarmzwecke auf dieser Alarmeinstellung. Hier, wenn ich den Schalter mal nach ganz links betätige, dann habe ich ein paar Sekunden, um mich hier aus dem Staub zu machen, solange die blaue LED leuchtet. Das ist auf jeden Fall praktisch, damit man noch genügend Zeit hat, aus dem Bild zu gehen. So, und jetzt schauen wir mal hier ganz vorsichtig um die Ecke rum, wann er uns erkennt. Da hinten zoome ich mal auf das Teil drauf. So, ich gehe jetzt mal hier ganz locker in den Raum rein. Ja, und schon hat er uns, würde ich sagen. Das Ganze wird uns mehr als deutlich akustisch und aber auch visuell hier dargestellt. Und ich glaube, das habe ich gerade schon mal ausprobiert, man muss dann tatsächlich zu diesem Teil hingehen, um es wieder zum Schweigen zu bringen. Ganz genau, indem man es zum Beispiel auf off schaltet. Ja, mehr kann ich euch im Grunde genommen nicht erzählen. Zu der Wireless Doorbell, der kabellosen Türklingel von Golden Swing war es, glaube ich. Mit auf jeden Fall über 100, maximal in der Theorie 150 Meter Reichweite, ohne Sichthindernisse. Und ja, wie gesagt, besonders für solche Szenarien, wenn man zum Beispiel aus weiterer Entfernung auf den Paketboten wartet, an einer Position, wo man vielleicht seine normale Türklingel nicht hört, die normale Türklingel ist defekt oder was auch immer, da ist sowas hier wirklich super und flexibel. Und ja, vom Batteriebetrieb mal abgesehen, lässt sich diese Türklingel natürlich auch im Endeffekt als ganz normale Haustürklingel gebrauchen. Ab und zu wird man dann mal die Batterie auswechseln müssen, die aber laut Hersteller eine sehr, sehr lange Lebensdauer hat, hier sowohl im Drücker als auch im Empfängerteil. Und ja, das einzige Manko ist eigentlich, dass man sich die Löcher hier hinten offensichtlich selber durchbohren muss, um das Teil irgendwo an der Wand zu befestigen. Hier, ansonsten wird das womöglich auch mal stibitzt von irgendjemandem. Und ja, der Empfängerteil mit Bewegungsmelder und
Licht auf jeden Fall auch eine praktische Sache. Also ich denke, mit diesem Teil hier von Golden Swing ergeben sich auf jeden Fall Möglichkeiten für ein paar ganz interessante Einsatzgebiete. Ich danke, dass ihr euch die Zeit für dieses Video genommen habt. Würde mich freuen, wenn ihr mir eine positive Bewertung da lasst, wenn euch das in irgendeiner Weise weitergeholfen, informiert oder vielleicht sogar ein bisschen unterhalten hat. Und besonders würde ich mich natürlich über ein Abo auf meinem Kanal freuen. Wenn ihr noch kein Abonnent seid, dann schaut da gerne mal rein bei Yogis Technik-Ecke. Das motiviert mich immer weiterzumachen und ihr könnt außerdem sicherstellen, dass ihr von mir kein weiteres Video mehr verpasst. Ich bin jetzt raus. Das war die drahtlose Türklingel von Golden Swing, mit der ich jetzt noch ein bisschen rumexperimentieren gehen werde und hoffentlich jetzt kein Paket mehr verpasse, denn der DHL-Bote kann mich jetzt immer erreichen. Macht's gut vom Yogi285. Ciao, ciao.